Ich hab Fackeln, ich fass es nicht. Und mein erster Höhlenausgang, meine Höhlensackgasse. Ich bin so glücklich. Boah, ich hab das Loch getroffen. Aber geil. Weil das auch so schwer ist. Ich bin mir da nie so sicher, wenn ich da runter gucke, dann. Uah. Hast du so. Angst? Wo seid ihr denn? Zum Glück merkt man ja auch überhaupt nicht, dass meine Nase total voll ist. Ich bin jetzt gerade in eurem komischen Bunker da drin. Ja, du musst dann rechts und da rechts abbiegen. Genau. Und da ist so ein Eingang und da sind wir drin. In der Höhle. Da ist niemand sehen. Hä? Eingang? Rechts? Ja, beim Feld. Unten. Und da ist so ein Durchbau-Dings da. So etwas im. Ach da, oh mein Gott. Lauf ich jetzt mal 10 Mal dran vorbei. Die Höhle ist auch schon so kompliziert, ne? Ich könnte dir ein paar Fackeln geben, wenn du willst. Sag mal. Wo bist denn du jetzt? Da hinten. Ich bin hier hinten. Ich guck mal eben, ich hab ein paar Fackeln für dich. Ah, ist das. Das ist ich bin unabhängig, ich hab auch schon Fackeln. Oh, hier ist es bald. Sind die hier? Ja, das ist wahrscheinlich der. Ja, jetzt musst du rechts rum. Zurück. Links. Ja, da komme ich gerade her. Ja, jetzt hier. Oh also, mein hier Gott. Oben, ey. Boah, hier wachsen Blumen hier unten, cool. Mitnehmen. Blumen werden immer mitgenommen. Das Eisen. Was? Ich gebe hier. Ich gebe dir das mal gerade. Das ist so nett. Was ist denn das hier? Ich ballade, das ist so nett. Oh, ich bin so lustig. Nicht. Ja, warte mal. Bleib oh, stehen. Okay. Moment, ich werfe mal etwas runter. Und? Yay. Ist auch noch Eisen. Schreib ich den jetzt über Skype an. Egal. Das ignoriere ich jetzt mal gekonnt. Ich hätte jetzt gerne ein Jetpack. Nein, wir sind nicht bei Vizebeast. Oh Gott, ich werde sterben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, nicht schon wieder. Oh mein Gott, nein. Ich habe mich eingebaut, ich brauche Hilfe, ich brauche was zu essen. Ich bin irgendwo runtergefallen, da waren überall Skelette. Und ich finde nicht mehr. Ich habe mich verlaufen, das kann's doch nicht sein. Oh Mann. Sammy. In der Hölle, ich hab mich verlaufen. Scheiße. Ich will die Blumen essen. Oh Mann. Scheiße. Le Unfähigkeit. Warum jetzt hier im Bunker? Ich find's ja auch irgendwie ein bisschen lustig, dass bei den Spitzhacken und auch bei den Schaufeln und so weiter Angriffsschaden steht. Ja. Ehrlich, das interessiert mich nicht so. Naja, zur Not erstmal ein Zombie, eine Spitzhacke, den Kopf und das Gehirn raus. Schaufel an Kopf. Oder so. Wenn dann richtig. So, jetzt wird's extrem spannend aus meinem Blickwinkel. Extrem! Ich angel. Oh mein Gott. Boah, es ist so Boah, spannend, das ist ey. Interessant. Kann man Gold mit? Kann man nicht. Schade. Ich habe Eisen. Ich habe aber jetzt eine Eisenspitzhacke. Wenn du mich findest, kannst du die haben. Ja, dann müsst ihr einen Namen finden. Ein bisschen Essen wäre nicht schlecht. Wo ist dein Name? Ich sehe deinen Namen nicht. Oh mein Gott, ich habe Angst. Schade. Wo bist du denn langgelaufen? Keine Ahnung, ich bin irgendwo runtergefallen. Ach, da bist du, ich sehe deinen Namen. Wo bist du da runtergefallen? Boah, es ist so spannend, das Angeln mir meine Hände zittern richtig. Nicht weglaufen, ich baue mich zu dir. Okay. Wenn es Geld gibt, dann gibt es erstmal Fettpurpurklatsche. Skelette sind da immer noch. Die bei der Angel jetzt irgendwas. Wieder. Yay, hallo. So hieß die. Da, liegt schon. Kann es irgendwie sein, dass bei der Angel was umgestellt wurde? Du kannst die Angel mittlerweile verzaubern, ja. Warum hast du es kaputt gemacht? Da war mein Eisen drin.
Ich muss ja raus, Mann. Ich mach das lieber oben. So. Ich sterb sonst hier. Banause. Ja, ja, geht nie wieder so. Wenn du Gold findest, bring's mit. Diamanten auch. Nö. Komm wahrscheinlich nicht mehr raus. Jetzt hast du verkackt. Du kriegst okay, keine Diamanten. Nö. Gut. Okay. Jetzt hast du verschissen, Junge. Ach du Scheiße, es dauert ja ewig, das Angeln. Ich habe letztens so ein neues VTB-Mod-Pack gefunden. Da gibt es irgendeinen so komischen, keine Ahnung, Neptun-Mod oder so heißt der. Da kann man so eine Angel bauen. Ganz egal, wo du angelst, du kannst auch an Land angeln, da kommt immer was raus. Das ist schon Cheating. Ja. Du angelst aus dem Land Fische. Ja, du wirst die einfach irgendwo hin und dann kommt da Fisch oder ein Stiefel oder irgendwas. Ja, stimmt, das war es ja, was sie geändert haben, dass jetzt auch so ein Müll rauskommen kann. Ach ja, genau. Und oder Schätze kann ja auch jetzt kommen, irgendwie so. Gold oder sowas. Also ich kenne das noch so, wenn die Angelspitze irgendwie ein Stück runter geht, da muss man ganz schnell klicken, aber irgendwie tut sich bei mir ja, nichts. Ja, da kommt dann. Ja, einmal musst du dann klicken, aber das haben sie auch irgendwie verkürzt, das Runtergehen. Ja, nur bei mir geht die gar nicht mehr runter. Ja, dann machst du irgendwas falsch. Klebt die Angel auch nicht am Meeresboden oder so fest? Nee, ich hab eben schon Fisch gefangen, aber einfach nur, weil ich mal aus Test geklickt habe, wenn so Blubberblasen an der Oberfläche sind. Okay, na, könnte sein, dass wir was geändert haben. Komisch. Mysterious. So. Oh mein Gott, ich find glaube ich nicht mehr raus. Ich gehe jetzt immer weiter tiefer in die Höhle rein. Oh, ich bin hier von Inkompetenz umgeben. Oh mein Gott. Jetzt bin ich wieder da, wo ich ebenfalls gestorben bin. Das war nicht wahr. Meine Fresse. Schachtzeiten. Kohle. Creeper. Lauch. Der kommt da nicht raus. Ah, Creeper. Lauch. Nicht schlafen, bitte. Ich bin fast tot. Hast du ein Glück, dass ich dich nicht so zielen kann? Wo geht's denn hier raus? Hier lang? Das wäre fast ein Todesurteil gewesen. Ist noch Eisen. Naja, bauen wir erstmal mal einen Turm weiter. Ich meine, so mit einem halben Herz in der Höhle rumlaufen, das ist sehr sicher. Gibst du mir bitte mal dein Eisen? Ach ja, warte mal. Wo bist du jetzt gerade? Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Dort, wo der Creeper war. Da gehe ich nicht normal hin. Ich bewege mich sehr langsam vorwärts, weil ich jeden Mist abbaue. Ich bin verhungert. Oh mein Gott. Oh Mann, ist doch nicht wahr. Egal. Fatality. So. Muss ich erstmal wieder. War das, glaube ich. So, ich nehme jetzt eilig. Ich nehme jetzt meine Sachen auf. Ich nehme jetzt mal einfach nur die wichtigen Sachen hier auf. Er lootet mich einfach. Liegt da noch irgendwas Wichtiges? Nö, meine Eisenrüstung. Eisenrüstung kann ich liegen lassen. Brauchst du nicht. Hier ist noch eine zweite Spalte, ne? Wieso nimmst du eine Schere mit und eine Steinaxt? Und eine Steinhacke? Keine Ahnung. Was ist das für eine Vorbereitung? Hallo, die macht auch ein bisschen Schaden, ja? Wenn man mein Schwert zerbrechen sollte. Bei der Steinhacke steht nicht mal mehr da. Die Steinhacke macht so viel Schaden wie deine Faust. Ach so, ja. Ach, du meinst jetzt. Ach, egal. Nee. Ich nehme einfach immer alles mit. Schlecht. Du hast sogar Margeriten mitgenommen. Ja, die habe ich gefunden. Ich sammel Blumen. Lass mich in Ruhe. Steinziegel, klar. Ein bisschen Birkenholz. Ja. Das Akazienholz hätte ich gerne wieder. Das brauchst du nicht. Doch, das brauche ich. Hab ich gefunden. Das ist mein ganzer Kram hier. Meins! Hier. Ach, die Schere, ja. Hosen. Und hier. Mehr habe ich nicht. Mehr jetzt nicht. Jetzt hast du das ganze Eisen.
Egal, brauche ich ja nicht. Wer stirbt hier? Das war aus Versehen. Oh, ich bin aus Versehen gestorben. Passiert nicht wieder. Das ist schon das zweite Mal, dass ich aus Versehen nach Hunger gestorben bin. Hä? Das zweite Mal? Nee. Ach nee, das eine Mal war ja wie den Creeper, weil ich am Verhungern war. Ich bin übrigens kurz mal weg. Okay. So, wie geht's jetzt raus? Ich verlaufe schon wieder. Ja. Ah, was hab ich denn alles mit? Das brauche ich alles gar nicht. Hier kann man es in Vanilla Minecraft kann man sich das ja noch leisten, das mitzunehmen. Wie viel die Biest oder Hexe denkst du dir nur alle 2 Minuten? Scheiße, meine Taschen sind voll, was kann ich jetzt hier lassen? Oh, das ist ein Fisch geangelt. Ja, der eine Glückstreffer war das. Like a Pro. Das kann ich verbrennen, aber wir haben kein Feuer, das ist doof. So, der nächste Jockel, der da runter springt, sammelt das ein. Was brauche ich noch? Ich wünschte gerne etwas zu essen. Aber ich habe nichts. Lol. Jetzt habe ich die Sternspitzhacke wieder eingesetzt. Muss ich verarschen. Tut mir leid, liebe Zuschauer, aber ich brauche Cobblestone. Das lässt sich nicht ändern. Nee, lässt sich nicht ändern. Und ich brauche... Ich gehe jetzt ein bisschen leveln. Ich habe ja schon wieder alle meine Level verloren. Schon wieder. Ich glaube, ich baue mir so ein Fort auf oder sowas. Das wird bestimmt voll geil. Ich baue jetzt erstmal meine unterirdische Basis. Da lasse ich dann hier den... So, da bin ich wieder. Da lasse ich dich dann alleine in der Basis da unten. Irgendwann mal. Was, ich? Mich? Wieso? Ja, ja, ja. Ich baue wieder ein... Oh geil, ich habe gerade eine geile Bucht gefunden oder so. Willst du jetzt schon wieder irgendwas an? Was willst du denn machen? Nee, nee, das ist nur so die Planung. Ich will jetzt erstmal da... wohnen und dann irgendwann brauchen wir was anderes. Ja, naja, so hässlich wie das aussieht. Was Großes. Oh, was Großes. Ja, ich baue mir dann, keine Ahnung, was brauche ich mir dann? Ich weiß, was noch groß ist. Oh nein. Die Höhle. Natürlich. Ja, die ist echt groß. An was habt ihr denn gedacht? Perversensäcke. Nichts, nichts, ist gar nichts. Und wenn, wenn ich was anderes gedacht hätte, würde ich dir zustimmen. So, ich mache mich erneut auf die Suche nach einem Villager-Dorf, aber da ich schon wieder fast am Verhungern bin, werde ich wahrscheinlich wieder verkrecken. Verkrecken? Verkrecken, ja, verkrecken. Und die sind überall Skelette und die sind voll OP geworden. Irgendwie. Ja, ich finde es so hässlich, dass man, wenn man Fackeln oder Stöcker craftet, nicht mehr rechts und links Mausklick gleichzeitig drücken kann. So. Das funktioniert nicht mehr. Ich habe einen Bogen, der fast kaputt ist. Aber ich habe einen. Oh, Redstone. Oh, Redstone ist cool. Brauche ich nachher irgendwann mal. Redstone. Theoretisch könnte man sich auch einfach, wenn hier irgendwas passieren sollte, einfach einen Bunker im Nether bauen. Ja, das ist die beste Idee der Welt. Ja, warum nicht? Weil du da auch so viel machen kannst. Zum Beispiel natürlich. Du kannst zum Beispiel nicht farmen, du kannst zum Beispiel brennen. Oh, Neta ist vielfältig. Mhm. Ja, finde ich auch. Also man könnte ja beispielsweise... Was kann man denn? Oh, ich sterbe jetzt schon wieder. Ja, ich stimme dir voll zu. Man könnte hier... Ja, was kann man denn machen? Ja, da kann man so viel machen, das fällt mir gar nicht ein jetzt. Ja, es ist unglaublich. Oh mein Gott. Aber ich muss zugeben, ich habe darüber auch schon nachgedacht, wenn es hart auf hart kommt, aber ich glaube, das mache ich nicht. Wir gehen einfach in Äther rein. So. Doch, den gibt's in Vanilla Minecraft. Ja, ganz bestimmt. Das war cool. Du musst nur dran glauben. Lol, lol, lol. Überall Zombies. Er hat lol gesagt. Lol XD. Hoffelkopter. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ja, die These, dass hier dass die ganze Wüste von Akazien, vom Akazienbiom umschlossen ist, das hatte ich schon mal gestellt, ne? Ja. Ja. Akazienbiom? Kenne ich nicht, gibt's nicht. Verschwörungstheorie. Ich bin noch ein Alpha-Spieler. So.
Sag mal, wer seid ihr überhaupt? Ich bin die wichtigste Frage ist, wie kommt ihr her? In der Marsch der Welt. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wo wohne ich? Wie bin ich hierher gekommen? Hier ist Gras unterirdisch. Das kann ich nicht tun. So, ich nehme Wolle mit. Kann man immer mal gebrauchen. Wer ist darin schuld? Die Illuminaten, die Freimaurer, das Pentagon, Galileo Mystery. Oh mein Gott, Galileo Mystery. Oh mein Gott, Gold. Schicken! Alles töten. Oh, hier sind wieder ganz viele Schafe. Nehme ich mal die ganze Wolle mit. Schade, dass Schafe kein Fleisch droppen. Schafsfleisch? Wo kommen wir denn da hin? Weißt du, wie froh man damals war, dass Kühe angefangen haben, Steak zu droppen? Und für Hühner auch. Damals gab's von der Kuh nur Leder und von den Hühnern nur Federn. Wie könnte man damals noch nicht mal züchten? Gab's nicht solche modernen Ställe, wie ihr das hier habt? Jugend. Modern? Ja. Damals, 1963. Ist gerade Tag oder Nacht? Nacht. Es ist Au. Es ist sehr dunkel hier draußen. Okay. Also ich bezeichne es als Au. Ich laufe durch eine Steppe, ein Akazienbiom und das sieht irgendwie voll geil aus. Nein, Zombie, du greifst mich nicht an. Noch mehr Pumpkins. Ich habe nur noch 4,5 Leben, lass mich in Ruhe. Ich mache mir jetzt Pilzsuppe, so, aus Protest. Alter, das ist ja nicht wahr. Mhm. So, wie ging das nochmal? So. Noch mehr Hühner. Das ging so. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ich bin ein Faller, ich heil und Berg. So. Das kann da rein, Nö, das sehe ich gar nicht ein. Oh wow, ich habe nach der Akazien-Steppe habe ich eine Steppe, so eine Ebene gefunden. Yay. Yay. Winning. Ich habe eine Spinne getötet, ohne Schaden zu bekommen. Ich bin so stolz auf mich. Positiv gesehen kann ich sagen, hier vielleicht. Ah, das war ja klar, dahinter ist wieder ein Akazienbiom. Yay. Und auf der anderen Seite ist die Wüste. Wow, das war irgendwie so. Aber immerhin sind die Biome mal logisch generiert. Das kenne ich gar nicht. Ja. Sonst grenzt doch immer Wüste an den Tiger und Sumpf, so. Ja, ja. Das ist schon richtig. Das hat doch immer so viel Sinn gemacht. Oh, jetzt habe ich kein Essen mehr. Mal wieder. Aber jetzt hat man eben ganz oft dieses Problem, dass einfach ein Biom kommt, dann zwischendurch kommt dann kurz sowas wie eine normale Ebene und dann kommt wieder das Biom. Dann hat man einfach endlose Wege, wo man durch dieses Biom kreuzt und man weiß nicht, wo man ist und man wird. Das ist voll spannend. Ja, ich habe Lava gefunden. Vor allem, weil es für die 1.7 noch keine Mods gibt. Nein! Doch. Oh, verdammt. Ja, ich wurde gerade vom Creeper erwischt. Alter. Vielleicht finde ich ja sogar so ein Canyon. Das wäre voll cool. Canyon? Ja, oder Messerbiom oder wie die heißen. Dieses mit dem gefärbten Clay. Aha. Das ist ja auch neu. Ich habe schon wieder eine Schlucht gefunden. Ich muss zugeben, ich habe 1.6 nur für den Day of the Battle von also so ein Abonnenten-Special von einem anderen gespielt und sonst nie 1.7. Ja, muss man auch nicht unbedingt. Da war schon 1.8. Aber ich fand so in 1.7 waren jetzt so endlich mal wieder gute, in Anführungszeichen, Neuerungen drin. Ja, die letzten drei Updates ohnehin. Das waren ziemlich große Neuerungen, nicht nur irgendwas kleineres so. Naja, in 1.6 es Pferde. Aber die hat noch einen großen Nutzen. Ja, man könnte sich endlich schneller bewegen. Sehr viel schneller sogar. Nur so ein Pferd finden wäre nicht auch cool, aber dafür brauchen wir Satteln, die gibt es nur in Dungeons. Ja, weil man Sattel immer noch nicht craften kann. Ist ja nicht so, dass es irgendwie schon zigtausend Rezepte gibt dafür. In anderen Mods. Nein, man kann keinen Sattel craftbar machen. Nee, das geht nicht, ne. Unmöglich. Das wäre viel zu einfach.
Also irgendwie habe ich gerade das Gefühl gehabt, da wurde Lapis Lazuli gerade vor meinen Augen hin generiert. Cool. Weißt du, da stand eigentlich nur Steinfläche und dann plupp war auf einmal blau. Kühe. Brauche ja Leder. Kuhschubser. Arbeitet das so? Ja, man sieht, wir haben alle schon viel mit der 1-7 gespielt. Ja. Oh ja. Ich töte die ganze Zeit Tiere. Meine Folge wird sehr, sehr spannend. Jede Folge wird hier sehr spannend. Ja, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Ich bin in der Höhle. Ich versuche gerade mal meinen Turm ein bisschen hochzuziehen. Oh, wow, weißt du was? Hinter dem ganze Biom ist wieder eine Wüste. Oh toll. Oh, ne. Bitte sagt mir, dass jetzt hier mehr kommt. Nee, das ist nur ein Fluss. Okay, gut. Da ist Lava und Redstone und Lapis Lazuli und Kohle. Ich glaube, ich darf gleich mal durch die Wüste zurück. Vielleicht finde ich dann eine Pyramide oder sowas. Oder ein Dorf. Bin jetzt mich an den Ozean gestoßen. Also bei meinem Glück würdest du nichts finden.